Ein Journalist verloren gegangen, aber vielleicht wirst du ja einer, würde ich sagen. Du hast super Fragen, ey. Hut ab! Ja, also, bei mir ist, ich werde jetzt mal sehen, was nach der Europameisterschaft kommt. Ich kenne mich im Fußball am besten aus, also schauen wir mal, was da kommt. Ich glaube, ich werde den Fußball immer erhalten bleiben. Ich habe aber auch eine eigene Stiftung, wo ich mich drum kümmere. Ich habe ein eigenes Unternehmen, wo ich mich drum kümmere. Wir haben tolle Projekte in meiner Stiftung. Also, ich habe immer tolle Sachen zu tun. Aber ich schaue, was danach dann passiert. Aber jetzt ist erstmal, ich freue mich so, nachdem wir 6 Jahre das jetzt mitorganisiert haben, ich freue mich so, wenn es jetzt am 14.06. endlich losgeht. Ich will die Freude gar nicht trüben, Philipp, aber beim FC Bayern sind ja auch diverse Stellen so vakant. Just saying. Auch, an dir ist auch eine schöne Liste von Margarita. Ja, Seda, du wolltest noch. Ja, Seda wollte. Na gut, natürlich, nach der EM, ich habe ja auch noch sozusagen die Ehre und die Freude, der FIFA-Vizepräsidentin zu sein für Gleichstellung und Diversität. Und da bin ich noch für ein bisschen länger gewählt als bis zur EM. Und ich glaube, gerade in den Themen gibt es auch noch einiges, was man anschieben kann, einiges, was man bewegen kann. Wir haben ja, wie schon gesagt, dass auch die EM der Frauen dann im nächsten Jahr in der Schweiz haben leider selber die WM nicht bekommen für 2027, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial auch in dem Bereich und freue mich da in dem Bereich mich weiter zu engagieren. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in dem vollen Kalender vor dem EM-Start hier vorbeizukommen, tolle Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank also an alle Kolleginnen und Kollegen und zukünftige